Wir achten jetzt auf unsere Ernährung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzwald-Podcast, dem Podcast zum Hören beim Mandeln kaufen, Fische ersaufen und Gemüse rauchen. 420 plays it. Wind of Change. Das fängt schon gut an. Guck mal, ich bin ein Puma. Smoke on the water. Smoke weed every day. Ja, ihr merkt schon. Ja, weed ist Getreide. Und das Protein-Ding. Ja, ich weiß genau, was es ist, aber das steht dann auf deine Bodybuilder-Ding. Ja, oh, weed mit WH. Das könnte auch Getreide sein. Ich weiß gar nicht mehr. Weed. Ich glaube, es ist Getreide. Ist aber ungesund. WHEAT. Ja. Das heißt Getreide. Ja, also Getreide. Ihh. So was saufen die. Als Proteinshake. Getreide hat viel Protein. Und viel Kohlenhydrate, womit man direkt beim Intro wäre. Ja. Ihr merkt schon. Heute geht's wieder drunter und drüber. Ja. Ja, ich habe gestern, weshalb das Intro zustande gekommen ist, habe ich einen Beitrag gesehen in YouTube. Da war einer von den Ernährungsdocs. Wenn ihr die nicht kennt, die sind voll krass. Die haben auch Bücher, die sollen voll gut sein. YouTuber, die Bücher haben, sind mir suspekt. Nee, das sind keine YouTuber. Das sind wirklich Ernährungsexperte, also halt Ärzte, so ich Diabetikerärzte. Und Diabetesärzte. Und die haben halt Bücher geschrieben und die sind halt auf in so Talkshows und davon habe ich halt dann... Ah. Ach so. Ja. Ne, das ist was anderes. Und laut dem ist Rosenkohl super. Rosenkohl besteht zu 5% aus Eiweiß. Habe ich auch nicht gewusst. Wer macht da Eier rein? Vielleicht, wenn der Bauer seinen Rosenkohl ganz, ganz lieb hat. vielleicht mögen ihn deswegen so wenig Leute. Deswegen ist wichtig, dass man den Rosenkohl putzt, bevor man ihn frisst. Ich mag Rosenkohl. Das sagt einiges über dich aus. Zum Beispiel aber, dass Juni rum ist. Achso, ich kann aufhören mit Schleim oder wie? Ja, echt so. Pride Month ist vorbei. Ja, echt so. Jetzt dürfen wir auf nichts mehr stolz sein. Fickt euch alle. Gegenseitig. Oh. Das muss ja immer bis nächsten Juni. Nächsten Juni sind wir doppelt so viel. Da sind wir dabei. Bin hoffentlich, bin auch dabei. Ja, Mann. Dann nehmen wir Notebook Reloaded und spielen ein paar Lieder draus. Das ist echt ein Thema, das mich sehr beschäftigt, immer noch. Ja, soll ich die Geschichte erzählen, wie es zustande gekommen ist, dass du ja, bitte. Darüber redest? Okay, ich hatte hier auf Fabis Stuhl, der ist generell, generell gilt Fabis Stuhl als Ablageort. Mein Stuhl kann klopfen. Ja, voll praktisch, gell? Ja. Nee, den Schreibtischstuhl stelle ich da immer so hin und dann habe ich das so voll im praktischen Ablageort. Und da habe ich jetzt auch meine Bandsache hin. Und am Sonntag, morgen, heute, wie auch immer, wenn ihr den Podcast schaut, ist leider schon vorbei. Leute, zu spät. Sonntagmorgen. Genau. Und danke. Ich habe den Faden verloren. Wir sehen. Da spielen wir mit der Band ein paar Lieder auf dem Zeltplatz, auf dem Campingplatz in Schildach. Und freut mich, wenn ihr da wart. Und unter anderem spielen wir auch aus dem Notebook Reloaded. Und das hat Fabi vorhin auf dem Stuhl gefunden, weil ich das da hingelegt habe. Weil ich ja, wir hatten am Donnerstag Corona, aber ich brauch's dann bald wieder, legst da so hin. Es lag da zufällig. Ja. Und dann hat Fabi so durchgeschaut oder so. War so voll erstaunt. Erschäumt.
Was da so alles für Lieder drin sind. Ich war echt kaputt. Du bist kaputt. Wobbly, wobbly, wobbly. Ja, das hat mich echt verstört, was da für Lieder. Also, ich weiß nicht, was ihr euch jetzt darunter vorstellt, wenn ich jetzt sage, ich bin verstört, was da für Lieder. Das ist ein Beispiel. Weil das Notebook, muss ich mir auch noch erklären, ist ja eigentlich hauptsächlich was Christliches. Ja. Ne? Ne? Ja. Da sind Lieder von Ed Sheeran drin und Metallica war welches drin und Pride Month Lieder sind drin. Zum Beispiel Vincent von Sarah Connor. Ich mag das Lied gar nicht. Das hat mich echt verstört. Ja, in der nächsten Auflage, also im da geht's dann Notebook richtig Reloaded, los. Reloaded, ist dann so, Body, ja, 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 ja. Wenn sie mal nicht checken, essen mal fortschritt. Wop. Sowas ist dann so zwischendrin. Das Lustige ist ja. Das müsst ihr aber da in der Kirche spielen. Ich will sehen, wie Celine vorne steht. From the top, make it drop. It's a wet ass. Red House, red ass, puppy. Das wäre so witzig. Da würde ich in die Kirche kommen. Das Beste an dem Buch ist ja, die Lieder sind alle alphabetisch sortiert da drin. Das heißt, du hast die krassesten Unterschiede direkt nebeneinander. Ja. Also so, du hast im Wagen vor mir. Mareike. Auf der nächsten Seite ist dann ist da jemand. Wieder eine Seite weiter ist dann Jesus in my house. Ja, so in die Richtung. Jesus. Jesus. Jesus in my house. Nee, es wäre bei G. Stimmt. Ja, vielleicht ist es ein Analphabet, der wo es geschrieben hat. Daher gedacht, es ist dieses gemeint, aber eigentlich war Jesus und die Übersetzung ist einfach falsch. Ah, so fünfmal durch Google übersetzt und dann. Ja, eben, es kann passieren. Es kann jedem mal passieren. Das müssen wir auch mal machen. Durch Google Übersetzer? Ja. Also gegenseitig so Google Übersetzer Texte vorlesen. Das können wir machen. Ja, so Liedtext, das habe ich nochmal gemacht für Jenga. Ja, genau. Das kann man welche. Das wäre bestimmt auch interessant. Da können auch unsere Zuschauer mitraten. Ne, wir wollen euch ja mit einbinden. Weil wir euch lieben. Kuss geht raus. Aber nicht an alle. Ihr dürft euch jetzt drum streiten, wer Kuss bekommt. Schreibt euch in den Kommentaren. Das wäre super. Haut mal richtig in die Kommentare, wer den Kuss bekommt. Es ist genug für alle da, aber nicht für alle. Es ist eben nicht genug für alle da. Ja, das stimmt. Ich bin ein notorischer Lügner. Lutischer Lügner. Riecht nach. Ja, that's me. Das bin ich. It's me, Mario. Ja. Oh, hast du gehört? Wow. Das war auch gerade mein ganzer Körper gefühlt. Riecht. Wolltest du wissen, wo es hingeht? Ich glaube, da lang. Oh no. Lasst ein Like da für die erotische Show. Magic Mike ist ein Witz dagegen. Alter, vor über 2 Hälfte. Wenn man nachts aufs Handy gucken will. Also jeder, der das jetzt hier nachts guckt, tut uns sehr leid. Flashback. Ich glaube bei mir auch. Ja. Also bei dir ist es weißer. Also es ist nur wegen. Nee, bei dir ist es weißer. Das ist ja auch. Guck mal, hier unten ist gleich.
Man sieht halt, dass du immer nur T-Shirt anhast. Ja. Ich renne halt immer nackig rum. Ja. So. Ich gehöre, dass sie die gleiche Idee haben. Ja, ich bin halt, glaube ich, öfters im Schwimmbad als du. Meistens am FKK-Strand. Ich mach zu Hause nämlich so Vogelsand, so ein Kilo und Lies auf der Boden und mach FKK-Strand. Nee, also ich glaube tatsächlich so, du arbeitest den ganzen Tag drinnen. Mhm. Das heißt, entweder du hast gar keine Sonne oder du bist halt im Schwimmbad und hast kein T-Shirt an und kriegst dann so komplett Sonne. Und ja. Bei mir ist so, ich bin halt viel draußen, aber halt immer bloß im T-Shirt. Zieh dich halt mal aus. Jetzt nicht, dafür müssen sie abonnieren. Wenn wir diese Woche auf 110 Abos kommen, zieht Jonas sein T-Shirt aus. 110? Ja, mache ich. Ja, ja. Bin ich dabei. Also, wer seine Nippel sehen will, abonniert. Sagt euren Freunden, euren Müttern, Großmüttern, die sollen abonnieren. Sie müssen es ja nicht gucken. Sie müssen es ja nicht. Also sie müssen es ja nicht gucken. Doch. Nein. Schon. So, was war jetzt diese Woche? Diese Woche ist Heinerfest in Darmstadt. Es ist Dorffest in Seedorf. Es ist Strandfest in Fischerbach. Es geht richtig ab. Da kannst du doch zwei Feste gleichzeitig tanzen. Nee, ich wäre auch gern wieder aufs Heinerfest, da war ich mal. Mhm. Wo ich das erste Mal in Darmstadt war, war das. Und das war so lustig. Und da wäre ich auch wieder hin, aber Spätschicht. Dann heute Fischerbach. Wohin? Ich habe zu wenig Zeit. Ich muss, glaube ich, kündige. Ich brauche mehr Zeit. Ja, jetzt schaffst du noch ein Jahr, dass du ordentlich Geld hast. Das reicht dann wieder für 3 Wochen. Nein. Ich glaube, ich könnte also ein Jahr ohne Arbeit. Ja, doch. Nicht viel leichter. Wenn du das Doppelte verdienst von dem, was du so normal brauchst. Ach, es gab jetzt Urlaubsgeld. Das war ein schöner Lohn. Dann schaffe ich noch bis zum Weihnachtsgeld. Ne, bis zum Urlaubsgeld nächstes Jahr. Weil das ist dann mehr und dann höre ich auf mit Arbeiten. Dann habe ich die ganze Sommer frei. Dann kann ich richtig Phineas und Ferb machen. Dann mache ich Erfindungen bei mir im Garten. Ui. Verdiene ich damit kein Geld. Ich kann sie ja verkaufen. Ich werd TikToker, jetzt haben wir's. Ah, ja klar. Ich fange jetzt an auf der Arbeit TikToks zu drehen. Vielleicht macht mein Chef ja mit. So, ey Frank, komm mal. Komm ran, Alter. Tanz mal. Mach mal irgendwas Lustiges bitte für meine Follower. Zu mir wird schon gesagt, dass ich auf TikTok, glaube ich, also denen gesagt, ich würde erfolgreich werden, weil ich habe die Moves. Und ja, habe ich gesagt, schon. Das wäre es mir nicht wert. Du hast alle Moves außer einen Hüftschwung. Das stimmt. Aber den muss man ja nicht sehen. Für Hüftschwung, da füge ich dann so Celine ein. Kennst du diese halbe? Ja. Also, ihr könnt euch melden, wer mein Hüftschwung-Partner sein will. So, ja, gibt jedes Mal eine Hüfte. Andere. Ja, Mann. Gib mal Hüfte. Ich mach eine Compilation. Hüftschwung-Compilation. So, bei dir ist so oben jedes Mal das gleiche Video. Es ist eigentlich auch bloß so ein GIF von 4 Sekunden. Ja. Und ich hier ist mal jemand anderes, der sich voll Mühe gibt. Ja, Mann, dann ist so Tap-Dance und so. Also so Step-Tanz. Ja. Step-Dance, I'm stuck. Lol. Das ist mir alles zu viel. Jetzt musst du natürlich auch erstmal sagen, hier, dir erstmal herzlichen Glückwunsch. Weil, Leute, was ihr nicht wisst, Jonas hat seine Atemschutzübung bestanden. Das war letzte Woche schon. Ja, ich weiß, da haben wir drüber geredet. Das stimmt. Ja,
Heißer Applaus für Jonas. Danke, danke, danke. Super. Danke. Ich habe jetzt ein A. Warum nur eins? Was macht man jetzt mit dem? Das A steht für Atemschutz. Ja, und das klebt jetzt irgendwo hin, oder? Das klebt nur sich auf den Helm. Und was ist, wenn es abfällt? Da musst du ja nochmal machen. Ja. Nee, das Lustige ist, dieser Sticker hier ist so für den Standardhelm. Und den Schilder haben wir natürlich keine Standardhelme. Ja, ist doch egal, oder? Nee, wir haben andere Sticker. Wir haben so rote Runde. Das heißt, du musst jetzt neue beantragen, oder wie? Nein, 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 den habe ich jetzt schon bekommen. Ich habe seit Montag so einen Sticker auf meinem Helm. Und den hier habe ich jetzt. Kann man dann irgendwie Wörter damit machen? Nee. Weißt du, was alles für Buchstaben gibt? So es gibt nur A. Bitch oder so. Es gibt nur A. Kann man ganz viele A's. Ja. You spin my A. Nee, das hat. Dieser Sticker hat den Grund, dass man ja. Also im Einsatz musst du ja. Als Einsatzleiter oder als Gruppenführer brauchst du ja bestimmte Personen und. Wenn du jetzt eine Aufgabe hast und willst die Aufgabe verteilen, dann kannst du ja jetzt nicht noch jeden ins Gesicht schauen und dann so überlegen, so, okay, der hat die und die Ausbildung, das heißt, der ist dafür geeignet oder nicht dafür geeignet. Meistens erkennst du die Leute halt nicht so direkt und dann musst du einfach nur wissen, was für Ausbildungen der hat. Das heißt, gerade Atemschutz ist halt extrem wichtig. Das heißt, wenn es heißt, du brauchst jetzt zwei frische Atemschützer noch, dann guckst du halt rum. Und das heißt, man wird auf seinen Helm reduziert. Ja, exakt. Und wenn jetzt der Einsatzleiter noch einen Gruppenführer braucht, dann findet er die Gruppenführer mit, die haben hier so ein rote Streife am Helm und der Zugführer hat zwei rote Streife am Helm und so Sache. Der Kommandant hat einen ganzen Streife rum. Ja, ich glaube, das ist alles. Und irgendwann, wenn du ganz oben bist, dann sieht dein Helm aus wie so eine richtige LED-Rave-Party. Da hast du noch so Blümchen drauf und Sternchen und keine Ahnung, was du doch alles auf dem Kopf hast. Ich habe die Schwulenausbildung gemacht. Keine Sorge. Das ist ja auch die Atemschutzübung. Ich kann das Feuer viel weggeblasen. Scheiße. Sagt man, das macht man. Ich sag's auch manchmal. Aber das geht gar nicht. We're sucking dick. We're sucking dick. Das ist ein gutes Video. Das ist ein sehr gutes Video. We're sucking dick. Ja, Mann. Lass mal Frösche ertränken oder so. Ich mag Eistee. Magst du Paella mit Austern drin? Ich hätte noch eine in der Gefriertruhe, die keiner essen will. Das ist kein Witz. Was für ein Ding? Eine Paella. Was ist das? So eine spanische Nudelpfanne. Mit Austern. Ich bring sie mal mit. Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch. Das ist voll der Running Gag bei mir und beim Simi, weil er hat die mal gekauft. Ich habe die auch mal gekauft, wo ich in Hausach gewohnt habe, aus Versehen. Und habe halt die auch schon alles an der Wand, habe sie dann weggeschmissen. Oh! Nee, ich habe halt gedacht, es wäre halt nur mit Lachs oder so, aber halt mit so Ausstellen war jetzt nicht so lecker. Und dann kam das Simi mal zu mir, wo ich dann in Schildach gewohnt habe. Dann hat er gesagt, naja, er hat sich was zum Essen mitgebracht, er macht es halt schön in der Pfanne. Und ich sagte, ja, du weißt auch, das ist mit Ausschnitt. Ich also, hä, wie? Hol dir mir Fleischbällchen. Und dann liegt er so, also, iiih. Und seitdem ist das Ding, weil mir der Gefriertruhe immer, wenn er dann da ist, und ich frage ihn so, ja, aber was essen will, und er sagt dann, ja, dann sage ich so, ach, ich hab noch ein paar Eier im Kühlschrank. Und irgendwann, wenn er mal nicht guckt, dann bringe ich die mit zu ihm heim oder war ich bei ihm in Gefriertruhe? Heute gehe ich wieder zu ihm, Alter. Vielleicht habe ich heute die Chance, die Paella weiterzugeben. Das ist die Familie Paella.
Bis er mal von selber wegläuft Das ist irgendwann. wie mit Mancherie-Packungen, die einfach nur weiter verschenkt werden. Ja. Ja, Moscherie schmeckt nur gut, wenn es geschmolzen ist und wieder zusammengewachsen. Das hatten wir mal, wo ich noch im Raiffeisen gearbeitet habe. Da ist ja im Sommer immer so warm gewesen. Und da gibt es ja keine Lüftung und dann schmilzt ja die Schokolade. Das ist immer richtig witzig gewesen. Und ja, nach dem Sommer haben wir immer Schokolade zum halben Preis verkaufen müssen. Weil die war einfach dann halt weißlich, weil wenn die jetzt so anschmilzt, weiß ich Ja, ja. klar. Man kann sie ja noch essen, das ist ja kein Problem, aber. Und bei Moscherie war dann so, die sind dann geschmolzen. Dann hast du den Kühlschrank gemacht, dann sind sie wieder hart geworden und dann war das flüssige Innere war dann in der Schokolade drin, dann war es voll geil. Weil ich mag es ja, wenn ich irgendwo Ah. reinbeiße und dann ist da was Flüssiges, so Ja, wie die ja, 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 Softcakes ja. oder so, das mache ich nicht. Aber da war dann eben die Schokolade, die Flüssigkeit in der Schokolade und dann war es richtig lecker, dann habe ich es richtig gern gegessen. Nur was halt einfach Alkoholschokolade. Es war halt ohne flüssiger Kern. Na gut. Das war halt das Schlimme immer bei denen. Ich verstehe es auch, mein Vater mag die, glaube ich. Ja, doch. Mir hatte mal Moscherie mit Wodka. Warum? Keine Ahnung. Das war so eine Special Edition von Moscherie. Da war halt kein Kirschwasser, sondern Ballern. Wodka Das drin. stelle ich mir aber auch eklig vor. Ging tatsächlich. Two Shots of Wodka. Wann gehen wir wieder zusammen saufen? Ja. Sieh ich mal. Wie sieht's eigentlich aus mit deiner Geburtstagsplanung? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Weil ich und Vanessa werden auch da an der Hütte unseren Vanessa, dich? Geburtstag feiern. Nö, nö, ich bin schon wichtiger. Okay. Und wir Ich haben feiere da schon Ella. an, wir haben da schon angefragt. Ist es? Weil Vanessa kennt da den Sohn und hat den halt dann gefragt. Und dann kriegen wir es vielleicht günstiger. Also wenn wir unseren Geburtstag feiern, bevor du da, also dein 18er muss gefeiert werden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid, dass der 18er ist halt ein Muss. Wenn nicht für ihn, dann für andere. Muss halt mal dabei sein. Ist ja okay. Gestern hat mich auch Jule gefragt, wie ich eigentlich bin, wenn ich betrunken bin. Also Heinz Jules, ob ich dann Streit Wie suche. kam sie da drauf? Ich hab. Ah, wer hat es gehört von deinem 18er? Und dann hat sie gefragt, ob ich dann Streit suche. Gestern haben sich zwei gerangelt. Das ist Vorne normal. an der Bühne. Das ist Dann hat der normal. DJ die Musik ausgemacht und war so: Jungs, hört auf, ich mach Musik erst wieder an, wenn ihr aufhört. Und sie so, oh Mann, oh. Bisschen gedauert, dann haben sie wieder aufgehört, dann hat er Musik wieder Sehr angehört. schön. Ne, wir hatten es gestern, ich weiß gar nicht, Das wie wir fand ich drauf gekommen voll die sind. Ehrenaktion. Ja, weiter. Julia hat irgendwie irgendwas zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ey, ich halte mich voll zurück im Jenga. Ich habe gesagt, ihr wisst gar, wie ich wirklich bin. Und dann hat, ich glaube, dann sind wir so drauf gekommen, ob ich dann hat sie gesagt, suchst du dann Streit? Eigentlich sagen wir so, ich hau übel gerne aufs Maul, wenn ich besoffen bin. Ja, nee, ich sag, ich bin dann wie eine Mama. Ich kümmere mich dann nur um die stehe und heule. Und sie, oh. Mal gucken, wer heult an deinem Geburtstag. Wahrscheinlich ich. Ich stehe so hinter der Bar so. Alles okay, ja. Dann führst du Selbstgespräche so, alles okay, Ja, ja. ich stelle mir einfach einen Spiegel hin. Dann kommt irgendein anderer, einer von denen, die aggressiv werden, wenn sie trinken und dann so. Dann werde ich aggressiv. Spiegel. Oh no, mein Spiegel. It's Broken. broken. Ah, Jonas, was soll ich nachher alles einkaufen? Gib mir Tipps. Wie hieß das bei When? Wie hieß diese komische spanische Nudelpfanne? Paella. Paella schreibt man. Paella. 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 Ich glaube, so spricht man es aus. Vielleicht machen sich ja auch die Leute gerade über uns lustig. Paella. Ja. Sicher, dass du nüchtern bist? Ein Schon. Das ist doch so ein Anzeichen von Schlaganfall, oder? Vielleicht Paella. habe ich hier ein Epidemie. bisschen besser. Nee, ich habe heute nichts gegessen. Ja, dann wird es Zeit für eine Paella. Ja. Mit Austern. Ich glaube, irgendwann werde ich sie wirklich selber essen, weil ich dann so vorm Kühlschrank stehe und nichts zum Essen habe.
weil ich keinen Bock hatte zum Einkaufen. Zum Essen. Und dann mache ich mit ihr, aber dann kratze ich halt auch die Ausstellung wieder so raus. Da sind Tiere dafür gestorben. Ja, ich kann sie einem Hund geben von der Familie. Komm, Shadow, komm, komm. Hm. Die denken dann, oh, boah, stinkt der aus dem Maul, weil er einen Berg frisst. Du legst so eine Spur mit Ausstand die Treppe runter auf die Straße. Ja, und du wartest hinter meinem Auto. Oh, ist aber böse. Nein. Doch, ich werf sie einfach beim Nachbarn in der Garde. Und der Hund direkt hinterher. Auf geht's. So. Ja. Ich kann von meiner Terrasse vielleicht in der Garte nach in der Nachbar von der Garte. In der Garte. Garte von der Nachbarn. Und die Terrasse nämlich so ziemlich verbunden. Und da ist nur so eine Stange, wo da halt dazwischen geht. Sonst ist da gar nichts. Ich könnte einfach nur so Limbo. Dann wäre ich da. Achso, so eine Stange. Ich dachte, so eine Stange. Ja. Ich muss halt immer so. Yeah! Ihr teilt euch den Stripclub. Ja. Am gerade Wochenende habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, diese Woche brauche ich die Stange. Ja, wir haben immer extra so eine Excel-Tabelle, wo man dann eintrage. Und jeder hat wie so bei der Kehrwoche so ein Dings, was er sich an die Tür hängen kann. So. Ja, genau, besetzt. Ich habe diese Woche Stangendienst. Stangendienst. Im Sommer ist halt immer eklig, weil da scheint halt Sonne drauf, aber ja. Was man tut, was man tun muss, gell? Ja. Gut, stellt man halt zwei Sonnenschirme offen. Ich muss mal halt vor die Dinger, wenn ich mit kaltem Wasser abspüle, die Stange. Es dampft schon so. Ja, wie kannst du so beträufeln und dann so. Wasserbändiger. Das habe ich auch gemacht im Pauseraum, wo ich mit Semi-Kaffeepause gemacht habe, hat es draußen richtig angefangen mit Piss. Es war Donnerstag. War Freitag? Ne, Donnerstag war das. Und dann, es war halb vier herum, dann habe ich meine Hand so rausgehoben und halt das Wasser gesammelt. Und dann habe ich ihn so beworben und gesagt, ich bin wasserbändig. Das war lustig. Das sind so Momente. Ja, bei uns geht's ab. Kommt in die Gruppe. Ja, ich bin gespannt heute Abend. Gehe ich heute Abend nach Seedorf? Nee. Okay. Gott sei Dank. Ich gehe nach Seedorf. Celine ist auch in Fischerbach. Vor allem, woher weiß sie das? Der hat mir geschrieben, man sieht sich heute Abend. Woher weiß sie das? Mit wem hat die geschrieben? Die weiß alles. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ah, Bettina bestimmt. Safe, Bettina. Safe. Sie ist heute Abend auch da. Es wird eine richtig große Gruppe heute Abend. Ich glaube, wir sind locker 12 Leute. Jo. Ja, morgen hätte eigentlich Ding Stadtkapelle gespielt. Also, was heißt eigentlich? Morgen spielt Stadtkapelle, aber ich bin nicht da. Ja, der Fabio hat gesagt, dass er da wird bestinken, wenn ich er wäre. Ja. Wird mir stinken, wenn ich dort sein muss. Wird mir stinken, wenn ich muss immer. Wird mir stinken, wenn ich stink. Oh. Na, dir stinkt ja dann nicht. Ist ja egal. Wird mir stinken, wenn du stinkst. Wie man merkt. Ja, eben. Ja, gut, ich würde sagen, ich muss langsam nicht Pipi machen. Ich muss eigentlich Rolle machen und ich muss noch einkaufen und jetzt ist 12, jetzt ist es eigentlich Mittagszeit bei der Rentner, dann sind die nämlich nicht im Kaufland. Also vielleicht sieht man sich gleich im Kaufland. Tschüssi. Ja, machen wir dann eine Random Talk Folge. Ja, bisschen. Seht ihr mal, wie gut wir einfach über irgendwas reden können. Und Leute, kauft euch das Notebook Reloaded. Und kauft euch nicht die Paella. Die Paella mit. Guckt genau, was drin ist. Guckt's nach. Ausstand. Die schmecken nicht mal. Also, ich weiß nicht, wie Ausstand schmecken soll, weil ich find's nicht lecker. Aber die schmecken echt nicht gut. Ich befürchte, dass so ein tiefgefrorenes Ding einfach nicht so gut schmeckt, wie wenn der richtige Ausstand. Klar, wenn ich sie aus dem Meer fische und dann direkt fresse, sind sie natürlich nochmal leckerer, aber. Alter.
kann sich auch anstellen. Ja. An der Schlange. An der Schlange. Ja, also Leute. An der Kasse. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr habt reingeguckt, ihr Opfer. Ich nicht. Und. Ihr Opfer. Und dann sieht, hört, riecht man sich nächste Woche wieder. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Einen schönen Abend. Gute Nacht. Bald sind wieder Sommerferien. Nimm mir lang. Dann habt ihr es geschafft. Vier Wochen. Vier Wochen. Dann habe ich auch wieder Urlaub. Ja, und es war schön. Man sieht sich. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Euer Schwarzer Podcast.